Ja, es wird euch ein bisschen schocken, aber ich war einkaufen. Ist jetzt schon länger her, die ganzen gesammelten Sachen, die ich jetzt euch zeige. Es ist leider bunt gemischt. Ich habe Klamotten, Beauty-Produkte, also alles bunt gemischt, weil ich nicht mehr zum Sortieren kam. Weil das ist so viel und ich habe alles dann irgendwie nur noch zusammengehaut. Ich habe die ganzen Sachen halt auf der Seite stehen und bin froh, wenn ich euch das abdrehen kann und die Sachen wegräumen kann. Wir fangen auch gleich mal an. Ich fange am besten mit denen an, was da gerade vor mir steht, weil das so am einfachsten ist. Ich habe bei Rituals eingekauft. Ich habe ein Geschenk gebraucht und war im Rituals drinnen mit der Vivi. Und sie hat dann gesagt, komm schon, gönn dir auch einmal ein Geschenkset, weil ich habe eh noch nie wirklich was von Rituals probiert. Wissen, glaube ich, eh sehr viele, dass ich da nicht so der Rituals-Fan bin. Und deswegen hat sie gesagt, komm schon, probier es mal. Und deswegen habe ich mir ein Geschenkset gekauft mit der roten Serie. Ja, ich kann euch das auch mal aufmachen und euch mal zeigen, wenn man das irgendwie... Ich meine, es ist schön verpackt, wie ihr sehen könnt. Als Geschenkset wäre das sicher schön gewesen, ne? Today's little moments become tomorrow's precious memories. Das ist auch süß. Ich glaube, die Schachtel werde ich aufheben. Mäßig. ich habe mich halt nicht überreden lassen, aber ich wollte mir mal was gönnen. Da ist ein Duschöl, glaube ich, dabei. Genau, ein Duschöl, eine Bodylotion, ein Shampoo und der rote Duschschaum ist drinnen. Ja, habe ich mir gegönnt, ne? Ist ja auch mal was, ne? So. Dann habe ich mir noch eine Kerze gekauft von Rituals, weil ich noch nie eine Kerze hatte. Und ich bin ein bisschen beziert worden von dem Verkäufer. Er hat gesagt, wenn ich auf die 60 Euro komme, kriege ich eine Kerze gratis. Sie ist natürlich auf die 60 Euro gekommen, ne, und hat eine Kerze gratis abkassiert. Bin schon sehr gespannt, wie die sind, weil ich habe meine ganzen alten Kerzen, ich habe nämlich gar nicht mehr so viele, ist mir aufgefallen. Meine ganzen alten Kerzen habe ich aufgebraucht, da war ich sehr, sehr brav. Und habe jetzt die. Und bin sehr, sehr gespannt, wie die sind. Das ist so eine Limited Edition und die habe ich gratis dazu bekommen. So. Klemmen wir das mal da in die rein, so, damit ich es nicht hinmache. Ja. Dann habe ich noch einen Duschschaum gratis dazu bekommen. Typisch, oder? Weil er hat gesagt, wenn ich mir jetzt eine neue Karte mache und einen Einkaufswert erreiche eigentlich, bekomme ich dann auch einen Duschschaum gratis. Das Lustige war, ich hatte mir mal vor einem Jahr oder so, nicht einmal. Ich habe dieses Jahr eigentlich versucht, mir eine Kundenkarte zu machen von Rituals, weil ich da Vivi auch ein Geburtstagsgeschenk gekauft habe, auch eine Kerze. Jetzt kann ich es ja sagen, weil sie hat es schon bekommen. Da habe ich ihr auch eine Kerze geschenkt und da habe ich mir auch eine Karte gemacht, kann nicht mehr reden, eine Karte machen lassen. Die war aber überhaupt nicht komfortabel, die Frau, und hat mir überhaupt nicht erklären wollen, wie das alles funktioniert. Und in der Millennium City, wo ich jetzt war beim Rituals, war ich super begeistert. Der hat mir das mit der Kerze eben... Ich meine, okay, er hat versucht, was zu verkaufen, das verstehe ich schon, ja. Aber es kommt halt drauf an, wie die Leute das machen. Ich bin ja selber im Verkauf und deswegen... Es kommt wirklich drauf an, wie die Leute das anbringen. Und der hat das wirklich toll gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, okay, dann mache ich denen den Umsatz. Stört mich überhaupt nicht. Und ich würde nur noch in der Millennium City beim Rituals reingehen. Nirgendwo sonst. Also wenn man so bedenkt, ich habe zwar viel ausgegeben, aber ich habe einen großen Duschschaum mit 200 ml gratis bekommen, weil ich mag die weiße Reihe. Da hatte ich nämlich meine Bodylotion-Probe und ich habe die Bodylotion noch von dem daheim. Das heißt, ich kann das dann in Kombi benutzen, wenn ich mal endlich meinen Arsch in Gang kriege und die anderen offenen Sachen benutze. Ne? Ich weiß, sagen wir lieber nichts. Sagen wir lieber nichts. Aber ich habe den gratis dazu bekommen. Ich habe ihn mir nicht selber gekauft. Fangen wir mal mit den ersten Klamotten an. Ich habe mir nämlich so eine riesengroße Mickey-Maus-Tasche gekauft beim Primark. Und da sind ganz viele Klamotten drinnen, die ich euch jetzt mal zeige. Weil ich will die unbedingt waschen. Ich habe nämlich ganz vergessen, für mich wird das der Ur-Hype sein, weil ich habe ganz vergessen, was ich mir gekauft habe. Und ich freue mich schon drauf. Und das Erste, was ich schon sehe, gefällt mir extrem gut. Ich habe mir so eine Pyjama-Hose, weil ich habe jetzt eine schwarze an, das ist so eine Jogginghose auch, nur hat die überall Löcher, das heißt, die kann ich dementsprechend dann endlich entsorgen. Weil ich aber gesehen habe, dass ich halt welche habe, die was kaputt sind, habe ich mir eine neue gekauft und die sieht so aus, mit vielen, vielen Schmetterlingen.
Ich bin schon so gespannt, wenn ich die dann gewaschen habe, wie das Tragegefühl ist. Weil manche Primark-Sachen, ich habe sehr viele gekauft und bei manchen habe ich gesehen, dass die meisten schon Löcher haben. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, damit ich die... Nähe, so. Noch mehr Klamotten. Ich habe mir zum Schlafen was Neues gekauft. Meistens eher die Schlafsachen. Eine Mickey Mouse Hot Pen. Und dazu passend ein Mickey Mouse T-Shirt. Das meiste ist grau. Und ich freue mich schon, wenn ich dann endlich meine graue Wäsche waschen kann. Ich finde das aber so schön vom Muster her. Ich freue mich schon extrem drauf, wenn ich das alles endlich waschen kann. Grünes Nachtquant habe ich mir auch gekauft. Ich schlafe in dem so gerne. Das ist einmal diese grüne Hose. Die hat auch so Spitze auf der Seite. Und irgendwo da drin müsste doch das Oberteil rumfliegen, aber das sehe ich jetzt gerade aktuell nicht. Macht nichts. Ich habe den Oberteil von der Hose gefunden. Das ist so chaotisch, das Video. Es tut mir so leid, aber es ist so viel Zeug. Ihr werdet es in dem Video sehen. Hauptsächlich Klamotten, aber ja. Ja, das Oberteil habe ich mir auch gekauft, weil ich halt gerne mit sowas schlafen gehe. Dann habe ich mir ein... Ist das so eine Art Pullover? Nicht wirklich, oder? Von Disney natürlich. Ich habe das gesehen und habe mich so verliebt, dass ich musste es kaufen. Da hat man so ganz klein, dezent die Mickey Mouse oben drauf. Und ich finde das Material von dem so angenehm. Und ich freue mich schon, wenn ich das endlich anziehen kann. Also man merkt, ich freue mich extrem, dass ich die Sachen endlich mal tragen kann, ne? Ich habe so viel Scheiß da drin, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mir wieder diese Oberteile hier gekauft, die ich ja sehr gerne benutzt habe. Das habe ich mir aber nur gekauft, weil es um 2 Euro reduziert war. Ich bin gespannt, ob mir die Farbe überhaupt steht, aber ich glaube schon. Ich meine, das ist eher was für den Sommer, wissen wir ja eh alle. Aber ich mag diese Oberteile von Primark, ich finde die relativ schön. Dann habe ich mir noch eine grüne Hotpen gekauft zum Schlafen. Ich trage sowas nur zum Schlafen. Auch wieder mit Mickey Mouse und da ist das Material auch so angenehm. Da habe ich auch irgendwo das Oberteil drin. Na bitte, da haben wir schon. So. Meistens kaufe ich alles in Kombi. Das ist halt jetzt eher für den Winter dann, wenn ich penne. Ey, das ist so uninteressant, oder? Also ich habe mir viele Schlafsachen beim Primark gekauft. Dann habe ich noch so ein dunkellilanes Oberteil zum Schlafen gekauft. Wo ich jetzt nicht weiß, wo der Anfang und das Ende ist. Jo, so gehört's. Das ist so, es ist eher so Flieder. Also richtiges Lila ist es nicht, das ist eher so ein ausgewaschenes Lila. Fast schon grau als Lila. Es ist eher grau. Passend dazu die Hotpen natürlich. Dann beim Primark habe ich mir zigtausend Sachen gekauft, die ich schon wieder vergessen habe. Also, fangen wir mal an. Oh, ich habe mir auch so ein paar Beautys... Oh, scheiße. Ich habe mir die nochmal gekauft. Verdammt. Ich habe ein paar Beauty-Produkte gekauft. Leider habe ich mir die Bananenmaske wohl oft gekauft, weil ich habe die vor kurzem aufgebraucht und fand sie nicht gut. Und ich, Trottel, habe sie mir nachgekauft. Aber was soll's. Da habe ich noch die Bubble-Maske. Die fand ich ja gut. Die habe ich euch auch in irgendeinem Aufgebraucht-Video gezeigt. Oder hoffe ich jetzt mal. Die fand ich ja gut. Die habe ich mir auch nachgekauft. Dann eine feuchtigkeitsspendende Maske habe ich mir nachgekauft. Dann, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Es gab eine Winnie-Pooh-Kollektion. Das sind so Reinigungsschwämme fürs Gesicht in Winnie-Pooh-Form. Die musste ich mir kaufen. Die Verpackung ist sowas von herzig. Die musste ich mir natürlich kaufen. So wie das Duschgel von Winnie-Pooh, was ich irgendwie jetzt bereue, weil ich eh noch so viel Scheiße habe. Man kann auch gar nicht dran riechen, sehe ich gerade. Oh, doch. Boah, es riecht aber extrem gut. Es riecht extrem gut, sieht so aus. Ich finde, die Verpackung hat mich so umgehaut, dass ich das unbedingt haben musste. Wie auch das Peeling von Winnie Pooh. Die Sachen werde ich auch demnächst verwenden. Glaube ich. Ich habe nämlich noch so viele andere Sachen, aber da habe ich mir ja keine Bodylotion gekauft. Also ich meine, die Verpackung, das sagt schon alles, oder? Also das würde ich auch auswaschen, sogar behalten, weil das ist sowas von niedlich. Das fand ich sowas von süß. Also das musste ich einfach mitnehmen. Das ist schon so wie so ein Honigtopf. Also das, ja. Ich weiß, wir sagen jetzt lieber nichts dazu. Ich habe mir auch ganz, ganz viele Söckchen und so gekauft und so. Ich mag die ja so gerne. Und das sind von Primark diese Söckchen. Hier oben könnt ihr sie sehen. Ich habe die ja häufig in schwarz gehabt, nur gehen die relativ, wenn man sie trägt,
täglich trägt und sehr oft wascht, gehen die halt schnell kaputt leider. Deswegen habe ich mir noch so rosene und cremefarbene genommen. Wieder die schwarzen. Jetzt ist natürlich der Sommer vorbei, das heißt, ich würde sie fürs nächste Jahr aufheben. Nochmal die schwarzen. Dann habe ich hier, ich finde die nämlich super, die haben nämlich so ein Anti-Rutsch-Ding drinnen und ich finde die mega. Die haben das angeblich auch, genau, die haben auch so ein Anti-Rutsch drinnen. Die habe ich noch nicht ausprobiert, aber die habe ich mir auch gekauft. So wie in Grau. Ich hatte, man sieht das im Schema, oder? In Weiß noch einmal. Nochmal in Schwarz, damit ich eben wechseln kann. Ja? Weil in den Arbeitsschuhen hätte man die eh nicht gesehen. Deswegen habe ich so viele gekauft. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Aber darüber diskutieren wir nicht, ne? Ganz viele Socken habe ich gekauft. Wirklich, ich habe einen Sockentick. Ihr seht es gleich in dem nächsten Sachen, was ich... Ich habe in letzter Zeit den extremen Sockentick. Noch einmal diese Anti-Rutsch in Grau und noch mal diese mit Spitze, aber ich finde die so wunderschön in Schwarz. Dann habe ich mir noch gekauft schwarze Socken. Ich glaube, die habe ich aber eher für den Stefan gekauft, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, ist egal, er nimmt dem meine Socken auch. Habe ich gekauft und die musste ich mitnehmen. Ich bin kein Star Wars Fan, aber ich fand den Yoda da drauf sowas von herzig, besonders den hier, dass ich mir die einfach mitnehmen habe müssen. Ich finde die so knuffig, die mussten einfach mit. So, was haben wir dann noch? Ich habe mir so Löffelchen mitgenommen. Meine Mom hatte die auch mal. Nur ist da einer kaputt worden, weil mein Papa da nicht aufpasst hat und der hat die kaputt gemacht. Ich bin gespannt, ob das ein Klumpert ist oder ob ich den... Achso, man muss das auch noch mit der Hand abwaschen. Ich glaube, in Geschirrspüler darf man es nicht geben. Egal, also so sehen die aus. Das ist Stitch, seine Hände sind das. Ich wollte unbedingt solche Löffel haben, weil das kann man halt dann... Da hat man halt... Ein Viertel Teelöffel, oder wie man das ausspricht, so, ich bin so verwirrt, oder eineinhalb, also da hat man, ihr wisst, was ich meine, und ich kann heute nicht reden, es tut mir wirklich leid. Ich habe mir auch noch einen Spiegel gekauft von Winnie Pooh, weil ich auch da die Verpackung so süß fand. Ich habe ja auch den Stitch, den habe ich in irgendeiner Handtasche drinnen, und ich musste den Winnie Pooh einfach mitnehmen. Der ist so schön, ich musste den mitnehmen. Ich wechsle immer den Stitch in eine andere Handtasche und dann vergesse ich ihn in der anderen und das nervt mich. Deswegen gebe ich den Winnie Pooh hinein und den Stitch hinein und dann passt es. Noch einmal, zweimal und leider einmal noch die Bananenmaske habe ich mir gekauft und zweimal die hier. Die finde ich gut, die Banane fand ich leider vor kurzem nicht so gut. Aber okay, man lernt draus, ne? Also, die Tüte, wie gesagt, habe ich mir auch gekauft. Die werde ich morgen gleich mitnehmen. Die schnallt sich da irgendwo hin, weil morgen ist Black Friday. Und da werde ich ziemlich, ziemlich viel einkaufen. So, ich habe mir ein neues Schloss gekauft für meine Sporttasche. Ja, ich war in letzter Zeit faul, was Sport betrifft. Aber manchmal funktioniert diese Mickey Maus, die ich in den letzten aufgebraucht Video, die ich in dem letzten Video gezeigt habe, nicht. Und ich wollte unbedingt die Minnie Maus auch haben. Ich finde die so süß. Die ist so knuffig. Dann habe ich mir noch, ich glaube, das sind Handtücher. Geschirrtücher, hoppla. Habe ich mir noch Stitch Geschirrtücher gekauft. Und ich finde die so, so zuckersüß. Also ich habe die noch nicht genau angeschaut. Ich wollte einfach haben, weil da Stitch drauf ist. Die waren relativ teuer. Die haben 6 Euro gekostet, aber ich wollte die unbedingt haben. Noch ein Oberteil, was auch um 2 Euro reduziert war, habe ich mir gekauft in Gelb. Ich finde die so wunderschön. Ihr wisst ja, ich bin verliebt in diese Oberteile, weil ich finde die von den Farben her urschön und mir gefallen die einfach. Punkt aus, Ende, ne? So, jetzt kommt meine Socken-Eskalation. Ich habe seit neuestem in der Arbeit die Strumpfabteilung dazu bekommen und ich habe so eine richtige Liebe dafür entwickelt. Das einzige Blöde ist, ich habe halt auch einen Kaufzwang entwickelt und kaufe seit neuestem nur Socken und verschenke auch nur noch Socken. Also ich bin richtig bescheuert, was das betrifft. Aber ich habe auch meistens die reduzierten gekauft, weil wir hatten einen Flohmarkt auch bei uns in der Filiale. Und da habe ich mir auch ganz, ganz viele gekauft. Ich bin ein richtiger Junkie. Auch meinen Freund habe ich urviele gekauft. Ich habe mir einmal die um 2 Euro genommen. Da sind so Früchte und so drauf. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich glaube schon. Da ist so eine Kiwi und ein Erdbeer. Ich finde die sowas von knuffig. Ich musste die einfach haben. So wie die, die bereue ich aber irgendwie jetzt gerade, weil die fand ich jetzt nicht. Okay, ich nehme es zurück, da sind Melonen drauf. Also, die Bananensocken müsst ihr euch anschauen. Also, ich weiß, ich bin ein richtiger Idiot, was das betrifft, aber ich liebe Socken in letzter Zeit, weil ich halt die so gerne auch verkaufe. Und weil es ja jetzt meine Abteilung ist. Und es sind so wunderschöne dabei wie die zum Beispiel.
Also ich bin ein richtiger Junkie-Boy. Oder ich habe welche mit Hunde, mit Pfotenabdrücke. Die anderen in der Mitte sind jetzt nicht so schön, das sind nur so gestreifte. Und mein Freund klaut mir immer meine. Deswegen habe ich mir jetzt einen Haufen an Socken gekauft. Was ich aber ein bisschen bereue, weil mir ist aufgefallen, ich habe ganz schön viele Socken. Aber egal. Also das ist jetzt so ein richtiges Mischmasch da in dem Sack, aber ich habe alles zusammengeschmissen, was ich gefunden habe. Ich war auch beim DM vor kurzem und habe mir die milde Seife Magic Forest gekauft. Bin gespannt, wie die ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass es von der Reihe auch eine Seife gibt, aber ich bin gespannt, wie sie ist und ich freue mich schon, wenn ich die benutzen kann. Ich bin nämlich sehr brav und habe gar nicht mehr so viel Seife zu Hause. Dann habe ich mir zweimal den Augen-Make-up, na viermal habe ich ihn eigentlich. Da ist er noch einmal. Und irgendwo habe ich ihn noch einmal. Ja, also dreimal habe ich ihn in der Verpackung und einmal habe ich ihn ausgepackt. Ich habe viermal den Augen-Make-up-Entferner von Clarins mir nachgekauft. Ich habe jetzt in Verwendung den von Clinique, den habe ich euch gar nicht zeigen können, weil ich habe den gebraucht und habe ihn nur gekauft, weil ich ihn eben gebraucht habe, weil ich halt an die nicht so leicht rankam. Ich werde aber nur noch hauptsächlich die von Clarins benutzen. Der Clinique ist auch gut, der kriegt doch so glitzerige Augen-Make-up super runter, aber ich liebe den von Clarins viel, viel lieber. War kein deutscher Satz. Noch zweimal gekauft. Gesichtswasser. Ich bin ein bisschen eskaliert und habe ziemlich viel Gesichtswasser gekauft. Ich habe das zweimal, wie gesagt. Das ist von Clarins auch, das Gesichtswasser. Das ist so eine riesengroße Ampulle mit 500 ml. Ich glaube, ich werde damit ewig auskommen. Ja. Was soll ich euch sagen? Ich habe aber irgendwie verschwitzt, dass ich auch noch dreimal das von Oliveda gekauft habe, das Gesichtswasser. Das bereue ich jetzt ein bisschen, aber... egal. Ich brauche mir eine Zeit lang kein Gesichtswasser mehr kaufen, was ja nichts Negatives ist, weil ich hatte wirklich keines mehr. Ich habe jetzt gerade aktuell von Cartier Vera noch eines in Benutzung, was ich mir mal in klein gekauft habe. Und das war's. Und sonst nichts mehr. Und da bin ich echt brav gewesen und habe wirklich viele aufgebraucht. Ja. Also, dreimal habe ich auch das von Oliveda. Das seht ihr hier. Ich war ja mit dem nicht so zufrieden. Ich habe das vor kurzem noch erst aufgebraucht, aber ich glaube, das seht ihr erst in einem Aufgebraucht-Video. Ah, ich werde es nochmal probieren, weil jetzt habe ich es mir eh dreimal nachgekauft, das muss ich sowieso probieren. Oder ich verschenke eins, mal schauen, weil ich habe noch ein Serum auch, was ich auch verschenken könnte, nur wüsste ich halt nicht wen. Müsste ich so kleine Sackerl machen und mal gucken, wen ich was schenke. Mal schauen, ne? Dann habe ich mir noch das Molkebad nachgekauft und ich bin froh darüber, weil jetzt kann ich meines wieder mehr benutzen, das war kein deutscher Satz, weil ich habe immer so Angst, dass ich das dann nicht nachkriege, weil ich liebe dieses Molkebad, das wisst ihr aber eh schon. Auch von Oliveda habe ich mir auch die Lippenpflege gekauft, also ich bin ein bisschen eskaliert, wie man sieht. Die Lippenpflege habe ich mir auch gekauft, die gebe ich gleich in meinen kleinen Topf. So. Dann habe ich mir drei Sachen von Corus gekauft, einmal das Shampoo, das ist mit Mandel, glaube ich, sieht so aus. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin wirklich gespannt drauf, wie das ist. Es ist eigentlich für trockenes Haar, was nicht so eine geile Idee war, das zu kaufen. Aber ich will unbedingt wissen, wie das ist. Dann habe ich zweimal die Reinigung gekauft. Denn ihr wisst ja, wie sehr ich diese Reinigung liebe. Und ich habe halt jetzt gerade einen Struggle, weil ich versuche, ein paar andere Reinigungsprodukte vorher noch aufzubrauchen, bevor ich das hier anfange. Aber... ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht ein paar weggebe. Das muss ich mir, wie gesagt, jetzt demnächst dann mal anschauen. Aber ich will zuerst ein paar benutzen. Ein paar angefangen, da habe ich ja auch im Badezimmer stehen. Und dann, ja, ein paar will ich auch verschenken. Also ich habe viel vor in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe mir die In-Dusch-Lotion nachgekauft. Die habe ich gesucht wie eine Blöde, weil ich wollte sie eigentlich gleich ins Badezimmer stellen und habe vergessen. Nachgekauft habe ich mir auch, weil die waren in Aktion, die Reinigungstücher von Cartier Vera. Das alles wegräumen wird ein Horror werden. Ich habe sie mir fünfmal gekauft. Dann bin ich ein bisschen eskaliert bei den Ampullen. Ihr wisst ja, die eine Cartier Vera, die ich so liebe, die Ingwer Shot, die geht aus dem Sortiment jetzt gerade aktuell und ist nur noch um 30 Cent reduziert. Und ich habe mir davon ganz viele gekauft. Ich habe einmal die Hanf mir auch gekauft, weil ich wissen wollte, wie die ist. Die heißt Chill Out. Habe ich mir aber braverweise nur eine gekauft. Und dann, ich glaube, 12 und 12 von der Ingwer Shot. Wir haben auch noch welche und ich bin gerade am Überlegen, aber wenn ich das so sehe, sollte ich keine mehr kaufen. Ne? Aber ich liebe die. Und ich war erst zu geizig, mir die zu kaufen, weil ich eh idiotisch, aber ich habe eh noch so viele andere. Und ich habe mir gedacht, nein, komm schon, du wartest, weil die ist limitiert.
Du wartest, bis sie aus dem Sortiment geht. Warte einfach. Jetzt habe ich gewartet, jetzt geht sie aus dem Sortiment und jetzt bin ich wieder unglücklich, dass sie rausgeht. Also ich kann mich auch nicht wirklich entscheiden. Aber vielleicht kaufe ich mir die anderen auch noch. Mal schauen. Mal schauen wegen morgen. Da wird, wow, ich will gar nicht dran denken. Zwei Masken habe ich mir auch gekauft. Die sind neu. Das ist von Cadea Vera Apple, nein, Candy Apple Peel-Off Maske. Ich mag eigentlich keine Peel-Off Maske, aber ich fand die Verpackung so mega geil. Die gibt es jetzt aktuell, wie gesagt. Ich will sie auch bald benutzen, weil ich wissen will, wie die ist. Ich bin so gespannt auf die, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, beim Taco war ich auch und habe mir da auch ein paar Klamotten gekauft. Ein Oberteil für die Arbeit, einen Pullover für die Arbeit mit so Steinen drauf, aber ich finde den jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo der ist, sonst könnte ich ihn euch zeigen. Nicht Steine mit Perlen, der ist auch wunderschön. Ja. Und noch mehrere. Ich habe mir einmal einen roten, ihr wisst ja, wie sehr ich rot liebe, einen roten Mickey Mouse Pullover gekauft. Auf den freue ich mich auch schon, wenn ich ihn anziehen kann. Ich habe jetzt nämlich noch so ein Oberteil anzogen, was überhaupt nicht mehr zum Wetter passt. Ich meine, heute scheint schön die Sonne, aber es ist trotzdem sicher kalt draußen. Und ich freue mich schon, wenn ich Leggings anziehen kann und dann diese langen Pullover. Ich freue mich schon drauf. Ich habe zwar nicht das Gewicht dafür, dass das gut ausschaut, aber ich freue mich schon extrem drauf. Ich habe ihn mir in Rot gekauft. Ich freue mich halt auch drauf, die Sache endlich zu waschen, wenn ihr mich versteht. Und einmal in so einen ganz geilen Lila. Im Computer. In der Kamera kommt er gar nicht so gut rüber. Er ist eigentlich hell lila. Da kommt er gar nicht so gut rüber. Er schaut eher dunkel lila in der Kamera aus. Aber er ist eher so hell. Er ist ein bisschen heller und leuchtet mehr. So ähnlich wie das Rot. Ja. Dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft, ein schwarzes. Von dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht so begeistert. Ich wollte das eigentlich anziehen mit einem Kleid, also mit einem Kleid, also das drunter, dann das Kleid drüber und eine Strumpfhose. Aber die Strumpfhose fängt automatisch an zu rutschen, wenn ich dieses T-Shirt da trage, weil das ist so ein rutschiges Material leider. Aber egal, ich werde schon einen anderen Weg finden, das zu tragen. Dann habe ich mir noch einen schwarzen Pullover gekauft, entweder für die Arbeit oder für zu Hause. Mal schauen, also beziehungsweise fürs Fortgehen. Weil der hat eigentlich auch einen schönen... Ich darf halt jetzt zu Weihnachten ein paar Sachen tragen, die ein bisschen eleganter sind und mit so ein bisschen Schnicki-Schnacki drauf, wegen Weihnachten. Und deswegen habe ich mir den auch gekauft. Und ich kann ihn ja dann privat weiter anziehen. So wie den anderen mit den Perlen, den ich jetzt gerade nicht finde, sonst würde ich ihn euch zeigen. Ich habe ihn gefunden. So, sieht aus. Ich finde den auch so wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob er ein paar Perlen verloren hat, aber ich glaube mal nicht. Ich habe ihn extra umgedreht gewaschen. Der hat so richtig schöne Perlen drauf. Schaut so, als würde das fehlen. Aber ich glaube, das kommt mir nur so vor. Der hat auch weiter hinten ein paar Perlen. Und ich finde den so, so wunderschön. Das ist ja auch so ein Rollkragen. Ich finde den so schön. Ich habe mich so in den verliebt. Ja, ich hatte ihn auch schon vor kurzem an. So, weiter geht's. Ich kriege gerade ein bisschen die Krise. Ich habe wirklich übertrieben. Ich habe mir die habe ich überall gesucht. Diese Stäbchen nachgekauft, die habe ich schon überall gesucht, wo man nur suchen kann. Dann möchte ich euch vorher noch zeigen, habe ich mir einen Nagellack gekauft, den muss ich auch unbedingt auftragen. Den habe ich auch gesucht. Von Essie, von der neuen Limited Edition, den Lucid of Reality, so heißt der. Der ist ja urgehypt, den habe ich mir gekauft. Ich habe ihn aber, wie gesagt, noch nicht aufgetragen. Dann habe ich mir von Adeko, hoppala, von Adeko zwei Glitter-Eyeliner gekauft. Den goldenen habe ich auch über den grünen Eyeliner drüber gegeben. Ich kaufe mir die ja jedes Jahr nach und jedes Jahr trocknen mir die ja leider aus. Eigentlich wollte ich nur einen mitnehmen, den silbernen. Habe mich dann aber umentschieden, auch den goldenen zu nehmen. Ja, ich liebe diese Glitter-Eyeliner. Mir ist auch der von Hyperallergenic vor kurzem erst eingetrocknet, leider. Aber ich liebe solche Glitter-Eyeliner. Wisst ihr ja eh schon. Dann habe ich, ich hoffe, ich habe es gekauft und nicht aufgebraucht, ich bin schon ganz verwirrt. Gekauft habe ich mir den Rasierschaum Lovely Berries. Auf den bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe gar nicht mehr so viele, habe ich gesehen. So viele Rasierschaum. Ich meine, ich fürchte mich schon, wenn ich das Ganze dann wegräumen kann. Da wird man, glaube ich, schlecht werden. Aber wir werden sehen, ne? Dann habe ich mir im Badezusatz gekauft den Magic Forest, wo ich auch die Seife habe. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, habe ich mir auch öfter gekauft. Die Mine und ich haben den nämlich gesucht, wie die, weiß nicht was, wie die Iren. Haben ihn sehr spät leider gefunden. Da ist Müller und DM leider gemischt. Weil die habe ich von DM. Das sind die Trestle Trackle Moon Badezusätze. Einmal das Grapefruit. Ich habe mir den uroft gekauft, schaut. Die waren nämlich um 80 Cent, glaube ich, reduziert. Da noch einmal. Da ist noch einer. Also ich habe echt übertrieben in letzter Zeit. Wirklich übertrieben. Das sammelt sich halt an, wenn man da ein paar Mal hin und wieder fortgeht.
oder einkaufen geht und dann so hin und wieder Kleinigkeiten mitnimmt und schon seit 2 Monaten kein Video mehr dreht, sammelt sich das halt an, ne? Ich habe mir aber auch die neuen Masken von Balea gekauft, die ich jetzt endlich dann benutzen kann. Man merkt, ich bin nicht gerade glücklich über die ganzen... Ich meine, ich bin schon glücklich über die Sachen, aber es ist halt echt viel. Und ich habe mir nicht gedacht, dass das in so kurzer Zeit so extrem eskalieren kann. Ich habe mir die Masken auch noch gekauft. Das ist die Peach Nougat Maske. Habe ich mir 3-mal mitgenommen. Welche ich mir auch noch mitgenommen habe, ich weiß nicht, ob die da noch irgendwo dazwischen ist, ist die Ruby Chocolate, heißt die, genau. Habe ich auch leider noch nicht probiert. Von Müller habe ich mir reduziert die Rose und Hanf gekauft. Die wollte ich immer benutzen, beziehungsweise auch kaufen, aber habe mir gedacht, nein, die ist limitiert, warte, bis sie aus dem Sortiment geht. Da kriegt man nämlich vieles reduziert dann beim Müller. So wie die Feuchtigkeitsspendende, die werde ich aber vielleicht auch verschenken. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe mir davon 4 gekauft. Ich bin schockiert. Das habe ich mir auch gekauft, das ist dieses Lip Patch. Das lasse ich mir auch gleich heraus, weil das wollte ich vor kurzem noch aufbrauchen. Weil die Chiquitas Place in ihrem Video gesagt hat, dass das ihr bei Fieberblasen geholfen hat. Und in letzter Zeit habe ich ausgeschaut, ich schwöre es euch. Deswegen war auch ein Grund, warum ich kein Video gemacht habe. So eine riesen Munddecke, dann da so eine kleine Munddecke, da so eine riesen Fieberblase. Also ich habe ausgeschaut, das kann sich keiner vorstellen. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Auch ein Grund, warum keine Videos kamen, ne? Aber das werde ich jetzt mal vor kurzem, das werde ich dann demnächst aufbrauchen. Seht ihr dann bald im Aufgebraucht-Video. Dann habe ich noch die Tuchmasken It's Always Me Time gekauft. Einmal die mit Kurkuma-Extrakt und Hyaluron. Ich finde die Verpackung so mega süß, aber ich habe schon von der Freundin gehört, dass die nicht so toll sein sollen. Dann die mit weißen Tee-Extrakt Hyaluron, die habe ich auch. Dann gibt es ja neu Sweet Kurkuma Tuchmasken. Kurkuma mit Kaffee-Extrakt. Bin gespannt, wie die riecht. Ich fand die Verpackung so mega, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ja. Ich habe noch die Melone und eine andere auch noch, aber darüber reden wir ja nicht, ne? Ich habe mir 4 Pinsel gekauft, die ich jetzt Gott sei Dank bald benutzen kann. Ich habe sie mir reduziert gekauft. Ein paar haben 5 Euro gekostet, ein paar 4,90 oder 3,50 Euro. Einen Make-up-Pinsel habe ich mir gekauft, die lasse ich auch gleich da heraus, weil die werde ich demnächst auch benutzen. Ich finde, die waren nämlich wunderschön. Ich habe die schon immer angeschmacht und habe aber gewartet, bis sie reduziert werden. Dann habe ich da noch so einen Konturpinsel und einen Puderpinsel. Ihr wisst ja, Pinseln kann man nie genug haben, zumindest sehe ich das so. Deswegen kaufe ich mir immer wieder welche. Krank, aber ist so. Noch einmal 4-mal den Badezusatz Grapefruit. Das staubt richtig raus. Einmal habe ich mir das Duschgel gekauft, Bio-Minze und Bio-Bergamotte von Alverde. Ich habe die Alverde-Sachen früher geliebt. Und ich finde das Duschgel richtig geil. Ich hoffe, dass es auch in der Dusche so rauskommt, weil von dem gibt es nämlich eine Nachfüllung. Wenn ich das Foto noch habe, blende ich es ein, wenn ich daran denke. Da war ich nämlich extrem begeistert, dass es davon eine Nachfüllung gibt und deswegen habe ich mir das gekauft. Ich habe noch einen Pinsel von dieser Serie. Das sind die von Barbara Hoffmann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die gibt es ja bei Müller. Der schaut auch sehr gut zum Konturieren aus. Den habe ich mir deswegen auch mitgenommen. Bin gespannt, wie der ist. Aber ja, ich habe da ganz, ganz viele Sachen noch. Masken und noch einmal die Rose-Hanf-Maske. Die habe ich dann noch einmal 2-mal. Dann noch einmal diese feuchtigkeitsspendende Tuchmaske von Calimera. Und eine muss ich auf die Seite geben. Peel-Off-Masken mit Glitter. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan davon, aber ich habe auch eine für die Lin mitgenommen. Ja, bin gespannt, wie die sind. Da bin ich echt gespannt drauf. Dann habe ich mir Zahnpflege mitgenommen. Da bereue ich es ein bisschen, weil ich habe die Pinke aktuell noch in Verwendung und die ist bis dahin und ich kriege die irgendwie nicht leer. Die Pinke habe ich mir nochmal genommen, weil da war so bei der Müller-App ein Coupon, dass man da 20%, glaube ich, kriegt. Die Weiße habe ich mir mitgenommen und die Schwarze. Mal gespannt, wie die sind. Dann bin ich ein bisschen eskaliert bei meinem Trockenshampoo. Ich habe ja im Aufgebraucht-Video schon erzählt. Ich habe es aufgebraucht und ich habe es geliebt und leider haben sie es ja aufgelassen. Deswegen, ich habe mir da 5 Backups gekauft, weil das war um 3 Euro reduziert. Ja, ich hasse es. Das war um 3 Euro reduziert, deswegen habe ich mir das nachgekauft. Eines werde ich mir mitnehmen für meinen Spind. Weil ich habe nie dran gedacht und jetzt denke ich gerade aktuell dran. Deswegen nehme ich mir eins mal mit für meinen Spind, ne? Ich habe mir mein Haarspray
gebunkert. Eigentlich bereue ich es, dass ich jetzt so viele gekauft habe, weil es ist ja Black Friday und da hätte ich die auch kaufen können. Aber egal. Ich weiß auch gar nicht, ob da ein Black Friday Haul kommen wird. Ich glaube ja nicht, weil ich habe eh so viel jetzt auch schon gezeigt und ich glaube, da wird auch nicht so viel dabei landen, was ich euch zeigen könnte. Ich bin wirklich eskaliert. Ich habe mir Happy Socks gekauft. Die sind verflucht teuer, die kosten 10 Euro, aber ich wollte die unbedingt haben. Die haben nämlich Spaghetti drauf. Und ich wollte die unbedingt haben. Ich habe die extra noch versteckt, damit mein Freund die nicht sieht. Ich habe ihm nämlich auch welche gekauft. Ich glaube, er hat die mit den Pizzastücken von mir gekriegt und ich wollte halt unbedingt die mit den Spaghettis haben. Ich bin schon froh, wenn ich die anziehen kann. Dann war ich beim Action, habe auch was schon für das Nicolo-Sackerl für meine Nichte und Neffe. Eine Badebombe fehlt mir aber. Wo habe ich die hingegeben? Habe ich die für die gekauft? Oh, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich war beim Action und habe da auch ein bisschen wieder rebelliert. Ich habe gefunden, dass Peeling Mango Vanilleblüte von Fahr, das habe ich ja auch geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich glaube, das werde ich mir auch in die Badewanne stellen. Ich weiß, es ist eher so Richtung Sommer, aber ich habe irgendwie Bock, das zu benutzen. Dann bin ich ein bisschen eskaliert bei den Masken und bei den Badezusätzen. Ich habe mir ganz, ganz viele, ihr wisst ja, ich liebe die von Action, ganz, ganz viele von Minions gekauft. Ich fand die so zuckersüß. Es gibt leider keine Disney mehr. Und deswegen hat es die von Minions diesmal gegeben. Und ich habe mir ganz viele von den Minions gekauft. Ich hoffe, ich habe alle erwischt und ich hoffe, ich habe auch keins doppelt. Da habe ich einmal das mit Kevin und Bob. Ich fand die so zuckersüß, dass ich mir die einfach mitnehmen habe müssen. Ich finde das auch so genial, dass da oben auch noch ein Minion abbildet ist. Dann habe ich nochmal den. Ihr wisst ja, ich liebe die Badezusätze von Action. Da könnte ich, da steht auch wieder Crackling Badezusatz drauf. Bin gespannt, ob das wirklich auch so crackling. Es ist auch relativ viel drinnen. Und die haben nicht mal viel gekostet. Dann habe ich mir noch Tuchmasken gekauft. Ich muss heute unbedingt eine machen, sonst also stecke ich mir die ganzen Tuchmasken in meinen allerwertesten. Ich bin böse. Ich bin wirklich böse, dass ich mir noch... Ich meine, ich habe nur die Peach einmal genommen, weil ich die probieren wollte, wie sie ist. Ich habe davon ja noch zigtausend andere, ich glaube Kokos, Melone und so. Und die Peach wollte ich nur mitnehmen, um zu wissen, wie sie ist. Ausrede pur. Dann habe ich mir von den Prinzessinnen, weil die habe ich immer auf Instagram gesehen und die musste ich einfach haben, habe ich mir die Tuchmasken gekauft. Ich habe aber leider nur Belle und Schneewittchen erwischt. Ich finde die Verpackungen so wunderschön von den Masken. Schaut euch das mal an. Das ist die Schneewittchen. Und das ist die Belle. Und die Verpackungen sind so wunderschön, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich hoffe, dass ich die anderen auch noch erwische, aber ich muss jetzt mal welche aufbrauchen, weil sonst kriege ich die Krise noch. Ich habe euch ja erzählt schon, dass die Strumpfabteilung jetzt zu mir gehört und wir eine Zeit lang reduzierte Socken hatten und Strumpfhosen. Und ich habe da echt viele gekauft und ich bin froh, wenn ich die bald alle ertragen kann. Ja. Ich zeige euch mal alles, ne? Ich habe mir einmal so um 5 Euro habe ich mir die gekauft. Das sind so ganz flippige in rosa Leoparden-Look. Aber ich finde die so wunderschön. Ich hab die einfach mitnehmen müssen. Ich konnte einfach nicht anders. Wo gebe ich die hin, verflucht? Ich mache einfach alles da rein. Dann habe ich mir so weihnachtliche gekauft. Die sehen so aus. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber ich muss schauen, dass ich mir ein bisschen Zeit lasse bis Nicolo. Ich habe den nämlich auch für meinen Freund und ich habe eine andere kleine Überraschung für meinen Freund und er wird es so hassen und ich werde es so lieben. Ich habe den nämlich auch meinen Freund gekauft. Das sind nämlich meine. Für die Lin habe ich auch welche und ich habe sie mir auch gekauft. Ich fand die so süß. Und die gehen so gut bei mir. Ich habe die jetzt in so einer Schütte platziert. Ihr seht, ich habe eine richtige Leidenschaft für Socken und Strümpfe entwickelt. Und ich finde die mega. Ich finde die mega. Dann habe ich noch ganz, ganz viele andere Socken. Von Tamaris habe ich mir so dunkelblaue mit grün gekauft. Ich finde die so wunderschön. Dann habe ich von der Müller Eigenmarke so Puschelsocken mir gekauft. Da habe ich aber überlegt, ob ich auch die der Lin gebe. Aber ich finde die zu groß. Warum habe ich mir so große gekauft? Die sehen so aus. Puschelsocken. Ich liebe Puschelsocken. Ich habe auch vor kurzem Handschuhe gesehen, die ich auch unbedingt haben will. Ich bin ein richtiger Junkie, was die Abteilung betrifft. Dann habe ich auch wieder von Tamaris so weiße Söckchen mit einem Mäschchen dahinter. Und ich finde die so wunderschön. Ich kann euch gar nicht erklären, wieso. Ich finde die so mega schön. Jetzt sind die daneben schon. Von Tommy Hilfiger habe ich mir auch Socken gekauft. Die waren auch um 5 Euro reduziert. Das sind so weiße. So sehen die aus. Ich packe die mal aus, damit ich die mir auch genauer anschauen kann. Endlich einmal. Weil ich wollte die schon die ganze Zeit mir anschauen. Also, ja, die sind mega. Die sind mega.
Könnt ihr das sehen? Da ist die Tommy Hilfiger Schrift. Und die hat so ein richtig ausgefallenes, also die haben so richtig ausgefallene Muster. Ich finde die so genial. Ich habe mich so in Socken verliebt. Das ist echt gestört. Dann habe ich noch hellblaue Tommy Hilfiger Socken mir gekauft, weil die auch reduziert waren. Da habe ich noch einmal zwei Badebomben. Wieso habe ich so viele jetzt? Okay, dann heißt, die behalte ich mir wahrscheinlich selber. Vielleicht habe ich die eh für mich gekauft und die habe ich noch für die zwei Jungs gekauft. Fürs Nicolo und Grampus Sackerl, weil ich will keine Süßigkeiten kaufen. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Badebomben gekauft für die Kinder, weil ich das halt auch besser finde. Von DM habe ich mir noch so eine Box gekauft. Die habe ich komplett vergessen. Die kriege ich nicht einmal auf. Okay. Ja, die habe ich zufällig gesehen und ich habe mit ihm halt mitgenommen, aber ich kriege die nicht auf und ich frage mich gerade, wie das geht. Scheiße, jetzt habe ich es hingemacht. Na, das ist ja ein Dreck. Na, ist das ein Scheißdreck? Da bin ich wirklich sauer jetzt. Jetzt habe ich die ruiniert. Wie geht denn das auf? Ah, ich bin ein Idiot. Okay, ich habe sie umsonst kaputt gemacht. Ja, egal. Ich werde sie trotzdem natürlich noch benutzen, aber ich finde es halt dämlich, dass die das so... Ja, egal. Ja, die habe ich mir auch gekauft. Ich habe sie gleich ruiniert, finde ich super. Dann waren wir noch beim Oasi, eine Freundin und ich. Und da habe ich mir, ich weiß nicht, ob ich sie hassen oder lieben soll, eine braune Bluse gekauft, was man vorne zubinden kann. Ich werde sie demnächst mal anziehen. Ich habe das nämlich geplant, mit diesem Mickey Mouse Style zu kombinieren. Mal gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Vielleicht schaffe ich es auch endlich mal Outfit-Videos zu machen. Ich weiß, ich bin in letzter Zeit ziemlich faul, was Videodrehen betrifft. Aber mein Freund will sich ja unbedingt einbinden in den Videos. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet. Und vielleicht kann er ja mir helfen, die Outfit-Videos zu drehen, oder? Und ich finde die gar nicht so scheiße. Ich finde die schön. Ich finde die echt schön. Wie findet ihr die? Ich mache mal mit dem ein Video. Dann seht ihr, wie ich die tragen würde. Ich finde sie schön. Auch wenn sie braun ist, aber ich finde sie schön. Dann habe ich mir noch von Oasi einen roten Pullover gekauft. Ihr wisst ja, rot und ich. Das geht ja immer, ne? Jetzt haue ich da alles um. So. Dann habe ich hier noch ganz viele Strumpfhosen mir gekauft. Einmal so eine quietschgelbe. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich die gut finden soll oder nicht. Mal gucken, wie ich sie kombiniere. Ich habe eh so viele Kleider. Eine von Kuna, die war auch reduziert. Die sind so staubig, die Sachen, weil die so lange schon rumliegen. Eine von Kuna, die hat so ein Muster. Und die andere von Kuna, die ist so dunkellila. Die sieht man hier so. Ich meine, es kommt leider nicht so raus. Aber die ist dunkellila. Es wäre auch geil, wenn ich den Pullover mit so einem... Ja, muss ich mal überlegen. Aber ich habe ziemlich viel Scheiß gekauft, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich hier noch Socken. Ich fand die mit der Avocado so geil. Ich habe auch welche rausgenommen, da um die zu verschenken. Ich bin richtig gestört, sage ich ja. Die war aber von H&M, die habe ich mal vor kurzem erst gekauft. Dann habe ich nochmal die von Primark. Und es geht weiter mit Primark. Ich habe da den Rest nämlich gefunden. Oh nein, ich habe die doppelt. Ich bin so gestört. Ich habe die doppelt. Ich bin so dämlich. Scheiße. Na egal, vielleicht verschenke ich einmal. War ja klar. Das Oberteil habe ich gefunden von meinem grünen Hotpen-Nachgewand. Dann habe ich einmal noch Hausschuhe. Ich habe auch gerade aktuell welche an. Die habe ich mir auch beim Primark gekauft. Wenn ihr die sehen werdet, werdet ihr eh lachen. Die habe ich mir gekauft mit Minimausköpfen. Dann habe ich mir noch die gekauft und irgendwo müssten noch braune rumfliegen. Dann noch mehr Socken. Weil ja die, die ich habe, nicht reichen. So. Einmal habe ich mir so schwarze gekauft, die man zuschnüren kann. So sieht man das auf dem Foto, wie das dann ausschauen soll. Bin gespannt, wie das ausschaut. Bei den Stiefeln mag ich das so gerne. Ich habe auch dunkelblaue mit Maschallen gekauft. Die habe ich leider schon dran. Die sind irgendwo in der Wäsche. Die liebe ich auch. Wenn ich die dunkelblauen Schuhe habe und hinten sieht man die Masche rausstehen, finde ich mega. Finde ich... Ich habe mich verliebt in das. Also ich fühle mich... Ihr merkt es. Ich bin hier schon ruhig. So. Noch einmal von H&M. So graue sind da dabei. Die kann auch mein Freund haben, wenn er will. Dann habe ich welche. Deswegen habe ich mir auch die Bluse gekauft. Aber ich sehe gerade, dass das farblich gar nicht so zusammenpasst. Ups. Egal. Die habe ich mitgenommen und dahinter sind welche in schwarz. Die muss ich aber handwaschen, weil sonst die Masche runtergeht. So.
bisschen was haben wir noch, ne? Ich glaube, das wird stundenlang gehen, das Video. Ich habe mir noch diese ausgeflippten Socken hier gekauft, weil ich die auch wunderschön fand und die waren auch um 5 Euro reduziert. Ich ärgere mich, dass ich die anderen doppelt habe. Aber vielleicht schenke ich die der Lin. Die will eh immer so viel gleich haben, also haue ich die auch vielleicht in den Sackerl rein und... Oder zu Weihnachten könnte ich hier die dazugeben. Mal schauen. Dann habe ich noch einen Pinsel mir gekauft. War ja klar. Ich habe nichts anderes aus dieser Café LA gekauft, außer diesem Pinsel. Ich war brav und habe mich zusammengerissen. Und da, so sieht es. Ich muss den irgendwie aufmachen, aber ich will die Verpackung nicht ruinieren. Zu spät. So. Der ist geil. Ich liebe den. Ich meine, der Duft wird nicht bleiben, wenn man das wäscht, oder? Aber der ist so schön. Der ist so schön, der Pinsel. Ihr wisst ja, ich bin ein Pinsel-Junkie. Pinsel kann ich mir immer wieder kaufen. Dann habe ich mir noch Hausschuhe gekauft. Jetzt kann ich meine alten mal alle aussortieren. Ja. Ein Pinselset habe ich mir bei Müller gekauft. Das war nämlich reduziert. Ich habe das auch der lieben Vivi mitgenommen, weil ich finde, die Pinsel von Real Techniques gehen einfach immer und man kann die immer verschenken. Deswegen habe ich mir eine Packung mitgenommen und der Vivi. Und ich bin schon richtig gespannt auf alle drei. Und ich freue mich schon so, dass ich die endlich herzeigt habe, damit ich endlich welche benutzen kann. Noch einmal Socken, die könnte ich sogar heute anziehen. Ziemlich auch wunderschön. Die sind schwarz, auch von Tamaris wieder und haben so ein... Ich mag dieses Design von den Tamaris Socken so gern, dass das so durchsichtig ist. Da habe ich die erste Partie Handschuhe mir gekauft. Die sind so grünlich, die passen nämlich perfekt zu einer Hose, die ich so gern trage. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ich werde mir aber demnächst neue noch kaufen, weil ich will die anderen auch unbedingt haben, die ich da gestern gesehen habe. Ich weiß, ich bin ein richtiger Junkie. Ich habe mir ein Set gekauft. Das war, glaube ich, im Floridsdorf habe ich mir das gekauft bei dem Müller. Ja, von Trestle oder Jekyll Moon. Da sind ganz viele verschiedene Badezusätze drin. Ich wollte die unbedingt haben. Ich weiß, ich bin so ein Junkie. Das ist schon, kotzt mich schon richtig wegen mir selber an. Ich werde mich erst recht ankotzen, wenn ich das Ganze wegräumen kann, weil das wird noch schlimmer werden. Also, ich zeige euch aber, bevor ich jetzt die Badezusätze euch zeige, zeige ich euch noch das Peeling von Collister. Das habe ich mir viermal insgesamt gekauft, aber ich habe einmal der Vivi geschenkt. So zusätzlich, weil ich wollte unbedingt, dass sie das auch probieren kann und die Liebe dazu entwickeln kann, so wie... Ich bitte nicht runterknallen. Die Liebe dazu entwickeln kann, so wie ich. Ja. So, weiter geht's. Noch mehr Badezusätze. Ich habe noch einmal das Punch auf Wishes. Dann habe ich einmal das Winterberry Melody. Das war in dem Set drinnen. Mein heißgeliebtes Cinnamon Nights. Der knuffigste Badezusatz überhaupt mit dem Bärchen drauf. Das ist sowas von süß. Ich habe die Verpackung so gefeiert. Und das Fizzy Sparkling Party. Das schaut auch geil aus. Das ist eher so ein Badezusatz zu Silvester. Das schaut auch geil aus. Ja. Dann, das ist mein letztes Sackerl oder meine letzte Tüte. Und dann haben wir es geschafft. Ich glaube, es kommt. Aber dann haben wir es geschafft. So, ich muss mir überlegen, wo ich die Sachen jetzt hingebe. Ich habe den Badezusatz wieder gekauft, das Erkältungsbad, was ihr im Aufgebraucht-Video gesehen habt. Das ist nur leer, weil da habe ich nur die Verpackung aufgehoben, weil ich es euch zeigen wollte. Es ist nämlich schon in Benutzung. Bevor ich euch die Disney-Kollektion von Catrice und Essence zeige, zeige ich euch zuerst die Duschgel, was ich mir beim DM gekauft habe. Ich habe mir zweimal, glaube ich, oder dreimal dieses Duschgel hier gekauft, weil ich habe noch nicht einmal gewusst, dass es das überhaupt gibt. Balea Duschgel Candy Kiosk mit vanilligen Softeisduft. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es dieses Duschgel gibt. Das riecht sowas von geil. Und habe mir das reduziert gekauft beim DM. Das riecht sowas von geil. Ich habe dreimal erwischt. Ich bilde mir aber ein, dass ich das eh haben wollte, aber das nie erwischt habe. Das riecht so genial, deswegen habe ich mir gerade alle drei genommen. Eins war total versifft, das habe ich dort stehen lassen. Aber ich habe eh fast... ewig kein Duschgel mehr gekauft, deswegen ja, war ich böse und habe eins nachgekauft. Eins ist gut. Dann habe ich mir zweimal das Cookie Duschgel nachgekauft. Also gekauft, beruhig dich wieder. Das war der Socken-Overload. dann habe ich mir zweimal das Cookie Duschgel gekauft. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Eins habe ich auch schon in Benutzung. Das ist jetzt mein Backup noch. Mal gucken, ob ich mir viel davon kaufen werde. Aber ich habe noch aktuell ziemlich viel Duschgel. Ich habe nämlich noch eins mitgenommen, das ist das Clementine, glaube ich, von Balea. Ja, weil das riecht auch geil. Und ich glaube, da gibt es eine Seife davon und die werde ich mir auch kaufen.
Jo, davon gibt es nämlich auch eine Seife. Die werde ich mir demnächst auch mal kaufen. Fangen wir jetzt mal an mit der Disney-Kollektion. Ich bin schon so überfordert, weil die ganzen Sachen da rumstehen in meiner Wohnung, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll mit dem ganzen Kram. So. Oh mein Gott. Ich habe mir die Ariel-Mascara gekauft von Catrice. Ich habe auch heute in dem Video von Mickey Monumental gesehen, dass die auch wasserfest ist, was ich gut finde, weil ich immer damit so Probleme habe. Dann habe ich die Jasmin-Mascara mir gekauft. Ich fand die Verpackung einfach so schön. Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Und ich will nochmal probieren, ob Essence, Mascaras und ich, ob das jetzt irgendwas wird. Oder Catrice. Ich habe auch von der Belle auch die Catrice-Mascara mir gekauft. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich habe mir auch den Mulan-Pinsel gekauft. War ja klar, ne? Dass ich die Pinsel mitnehme. Das hätte, glaube ich, jeden gewundert, wenn nicht. Dann habe ich mir den Rapunzel-Pinsel noch mitgenommen. Die werde ich auch bald benutzen, weil ich habe keine sauberen Pinsel mehr. Es ist traurig und ekelhaft, ich habe keine sauberen Pinsel mehr. Den Jasmin habe ich mir auch gekauft. So, dann habe ich an Lippenstiften mir auch zwei mitgenommen. Also Lip Balm Lippenstifte, das sind eher so eine Mischung draus. Ich fand die Verpackung einfach so geil, ich musste die einfach haben. Ich habe mir die Ariel und die Belle mitgenommen. Ich hoffe, man kann das jetzt irgendwie erkennen. So, die Belle sieht so aus. Ich fand die so schön. Ich habe die Tester probiert, weil ich hatte Glück, dass sie noch keiner antatscht hat. Die sind so schön. Die sind so schön, das ist ja Ariel. Die Pocahontas hat mir persönlich nicht so gut gefallen, weil die hat mir an mir nicht gefallen. Aber Ariel und Belle, finde ich, hat an mir nicht so scheiße ausgesehen. Ne? Jetzt würde ich gerne wissen, wo ich die Sachen hingebe. Ne? Ich will die nämlich auch unbedingt für Instagram noch fotografieren, weil ich bin jetzt wieder so ein bisschen am Posten, wenn ihr das mitbekommen habt. Weil ich halt vieles nachholen will und ich konnte ja keine Videos drehen, also habe ich mir gedacht, posten wir mal wieder. Von Essence habe ich mir zwei Paletten mitgenommen. Und ich habe das Gefühl, ich war ein bisschen overhyped. Ich habe mir die Rapunzel mitgenommen. Die sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen, weil da ist noch die Folie dran. Dann habe ich mir die Mulan mitgenommen. Die sieht so aus. Ich weiß, ich hätte mir die nicht kaufen sollen, aber ich konnte nicht anders. Ich konnte wirklich nicht anders. Ich habe mir auch so viele Videos schon angeschaut und ich bin so froh, wenn ich die dann selber bald benutzen kann. Ja, von der Catrice-Kollektion, da habe ich am schlimmsten übertrieben, glaube ich. Ich wollte eigentlich nur die Belle-Palette haben, habe aber alle drei gekauft. Wartet. Ich habe alle drei gekauft. Und habe mir von der Belle die Highlighter-Palette noch gekauft. Ich weiß, hätte ich gar nicht machen dürfen. Ich muss auch schauen, dass ich ein paar Sachen aussortiere. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich ein bisschen was aussortiere. Aber ich wollte die unbedingt haben. Ich fand die so wunderschön. Das ist die Belle-Palette. Ich meine, die hat doch Spiegeln, was ich eigentlich... Jeder freut sich immer, wenn Paletten Spiegeln haben. Aber benutzt man die wirklich? Also ich nie. Mich stört es nicht, wenn Paletten keine Spiegel haben, weil ich benutze die eh selten. So. Aber bei der Kollektion bin ich ein bisschen ausgetickt, weil ich benutze ja so gern die von der damaligen Disney-Kollektion, wo es die Tiana gab. Ich finde, die war auch bis jetzt die beste Kollektion von den Disney-Paletten, finde ich. Ich meine, die schauen schon bei mir echt ramponiert aus, weil ich die zum Beispiel benutze ich sehr, sehr oft. Ich habe auch heute wieder drei Farben drauf. Also ich habe einmal die hier drauf, die und die gemischt in der Lidfalte und ich liebe diese Lidschattenpalette. Gerade die finde ich so toll von den Limited Editions, weil die halt nicht so zusammenpasst haben. Die neuen, was es gibt, kann ich euch mal die Belle zeigen, die passen, finde ich, alle farblich zusammen. Also die Zusammenstellung ist irgendwie farblich abgestimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder die von der Tiana anschaut, merkt man, dass das halt irgendwie farblich halt nicht so geil zusammenpasst, ne? Weil da halt viele bunte Farben sind. Ich meine, ich hätte nie lila in die Palette rein dann. Ich habe die auch, glaube ich, noch nicht verwendet. Aber ja, ich liebe die Paletten. Also die Varianten habe ich rauf und runter benutzt. So, da habe ich mir aber damals die Belle nicht gekauft von der Variante, weil die blauen Lidschatten waren überhaupt nicht meins. Deswegen wollte ich von der Variante unbedingt die Belle-Palette haben. Ich habe auch schon viele Videos gesehen, wo die Leute damit geschminkt haben. Ich finde auch diese Prints so süß mit den Rosen. Also die Kollektion hat mich echt
Papiere gemacht und ich wollte unbedingt davon was haben. Die anderen zwei Paletten, ich wollte wirklich nur die Belle mitnehmen, die anderen zwei haben mich einfach überzeugt, weil ich sie geswatcht habe. Die Pocahontas finde ich sowieso schön. Da habe ich mir ja letztens bei der Kollektion, was ich euch gerade gezeigt habe, gab es ja nur einen Konturpuder von ihr und das wollte ich nicht haben, weil ich so viele Bronzer habe. Ich meine, Lidschatten habe ich auch genug, aber egal, ne? Und ich fand die Zusammenstellung auch so wunderschön. Also ich fand die wirklich, wirklich wunderschön. Und deswegen habe ich sie mir gekauft. Das war der einzige Grund, warum ich sie mit doch genommen habe. So wie die Ariel. Die habe ich mir auch genommen, weil die Zusammenstellung halt mir und die Swatches mich einfach überzeugt haben. Ich habe schon viele Videos gesehen und die Meinungen gehen wirklich auseinander. Und ich bin echt gespannt, wie ich die finden werde, wenn ich die dann benutze. Weil viele ja nicht so begeistert waren bis jetzt. Und ich finde das so süß, dass die Prinz, was sie in die Lidschatten gemacht haben, haben sie da auch sogar auf der Seite. Die Bella die Rose, die Ariel hat die Muschel und die Pocahontas hat dieses Kreissymbol. Ich finde das so süß. Also die Kollektion fand ich wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich bin schon echt happy, wenn ich damit was schminken kann. Ich bin gespannt, wann. Aber ich werde demnächst mal was damit schminken. Ich werde auch demnächst so ein bisschen aussortieren. Viele wünschen sich ja, dass ich euch mitnehme, aber ja, ich habe ja auch so Videos schon gemacht und die sind noch nicht so lange her. Also glaube ich, würde ich euch dann nicht wirklich mitnehmen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich fürchte mich schon von den Sachen wegzuräumen. Ich habe nämlich noch genug Zeit, weil meine Schwester und ihr Lebensgefährte und mein Freund und ich wollen unbedingt am Friedhof fahren. Ich habe auch gar nicht geschaut, ob sie mir schon geschrieben hat, weil ich jetzt mit den Videos beschäftigt war. Und da habe ich jetzt noch genug Zeit, die Sachen wegzuräumen, weil ich glaube, ich werde jetzt nicht noch ein Video drehen, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht wüsste, welches. Nö. Ich werde aber gucken, dass ich demnächst wieder mehr Videos plane. Ich hoffe, dass ich das zusammen bekomme, dass ich für euch mehr Videos drehen kann, weil mir geht das ja doch ab. Heute war ich so richtig motiviert, die ganze Woche nicht so, aber heute war ich so richtig motiviert und wollte unbedingt Videos drehen, weil auch das Licht perfekt ist. Und deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich habe wirklich übertrieben. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber die Sachen haben sich halt angesammelt. Ich weiß gar nicht wann, ich habe keinen Platz einmal nachzuschauen da. Aber ich könnte mal gucken, wann. Ich meine, das letzte Video ist ein bisschen lange her. Ja, das letzte Haul-Video war vor 3 Monaten und ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe letztens nur ein Aufgebraucht-Video für euch gedreht. Und sonst kein Video. Und die Haul-Sachen haben sich halt im Laufe jetzt in den 3 Monaten hat sich halt sehr, sehr viel angesammelt, wie man sieht. Manches habe ich auch gekauft und gleich in Benutzung gehabt, aber vieles habe ich ja doch aufgehoben für ein Haul-Video, weil ja doch die Hoffnung groß war, dass ich wieder eins mache. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn es sehr chaotisch war, ich muss ein bisschen wieder ins Video drehen reinkommen. Seid ihr nicht böse deswegen, aber ja. Ich habe ziemlich übertrieben, besonders mit den Socken. Besonders mit den Socken. Vielleicht wollt ihr auch mal so ein Schminkvideo, wo ich mich schmink, damit ich euch erzählen kann, was alles in letzter Zeit so los war. Es war eigentlich gar nicht so viel, aber vielleicht interessiert es euch ja. Und ja, ich bin schon gespannt, wie ich das alles unterkriegen will. Ich glaube, ich werde 100.000 Flüche aussprechen, wenn ich das wegräumen will. Aber ich werde es jetzt mal probieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Hoffentlich bald wieder. Bis dann. Bye.